Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem Zerstörten RAID-Array auf einem nicht funktionierenden RSI Mega RAID SAS-89016-E-Controller wiederherstellen können. RAID-Arrays sind eine effiziente Methode zur sicheren und zuverlässigen Datenspeicherung, da sie es ihnen ermöglichen, mehrere Festplatten in einem einzigen logischen Volumen zu kombinieren und Daten zwischen ihnen zu verteilen. Der RSI Mega RAID SAS-84016-E-Controller spielt eine schlüssige Rolle beim Aufbau eines RAID-Arrays und gewährleistet Dateintegrität und Verfügbarkeit. Aber wie jedes andere Gerät kann auch er ausfallen. Der Verlust des Zugriffs auf Daten in einem Disk-Array, wenn der Controller ausfällt, ist ein ernstes Problem, insbesondere wenn Sie wertvolle oder wichtige Dateien auf dem Array gespeichert haben. Im folgenden Video sehen wir uns an, wie man ein RAID konfiguriert, wie man seine Daten zurückbekommt, wenn der Controller ausfällt und wie man ein zerstörtes RAID manuell wiederherstellt. Um ein allgemeines Verständnis der Technologie zu erlangen, lassen Sie uns verstehen, wie man RAID auf diesem Gerätetyp LS1 Mega RAID SAS-84016-E-Controller erstellt. Die Erstellung eines RAID-Arrays ist der erste Schritt zur Gewährleistung der Datensicherheit und zur Verbesserung der Systemleistung. Bei diesem Prozess werden die Festplatten zu einem einzigen logischen Volumen kombiniert, wodurch die Daten auf alle Laufwerke verteilt werden und die Speicherzuverlässigkeit erhöht wird. Die Erstellung eines RAID-Arrays auf diesem Gerät, LSI Mega RAID SAS-84016E, erfolgt über das BIOS des Controllers. Um zum BIOS zu gelangen, drücken Sie beim Button des Servers die Tastenkombination STRG plus H. Daraufhin wird das RSI-BIOS-Fenster angezeigt. Klicken Sie hier auf Start, um fortzufahren. Gehen Sie dann zu Abschnitt Konfiguration Assistent. Wählen Sie im Fenster des Assistenten die Option Neue Konfiguration und klicken Sie auf Weiter. Sie erhalten einen Hinweis, dass die vorherige Konfiguration gelöscht wird und alle Daten verloren gehen. Um fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja. Wählen Sie dann die Art des RAID-Aufbaus, manuell oder automatisch, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Wählen Sie das Laufwerk aus, die in das Array aufgenommen werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Diese Laufwerke werden nun der virtuellen Gruppe hinzugefügt. Klicken Sie dann zur Bestätigung auf die Schaltfläche BGA Akzeptieren und anschließend auf Weiter. Danach fügen Sie diese Gruppe zu Span hinzu, indem Sie die Option zu Span hinzufügen wählen und dann auf Weiter klicken. Im nächsten Schritt geben Sie RAID Level, Blockgröße, Einstellungen für Leser- und Schreiblinien, Cache-Einstellungen und andere Einstellungen an. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, legen Sie die Größe des Volumens fest. Hier auf der rechten Seite ist das volle Volumen für jedes RAID-Level, dann klicken Sie auf Akzeptieren und weiter. Dann wieder Bestätigen und Ja, um die Konfiguration zu speichern. Drücken Sie dann erneut Ja, um die Initialisierung der Laufwerke zu starten. Normalerweise wird eine schnelle Initialisierung durchgeführt, aber wenn Sie die Laufwerke komplett zerlegen müssen, wählen Sie eine langsame Initialisierung aus der Liste und klicken Sie auf Los. Der RAID-Verbund wurde erfolgreich erstellt. Jetzt müssen Sie nur noch den Computer neu starten. Als nächstes folgt die Partitionierung der Festplatte, die Konfiguration des Zugriffs und so weiter. Wenn Sie infolge eines Controllers-Ausfalls den Zugriff auf Ihr Disk-Array verloren haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, Daten von dem Disk wiederherzustellen. Zunächst müssen Sie feststellen, ob der Controller wirklich das Problem ist, und sobald Sie sicher ist, dass der Controller nicht funktioniert, können Sie mit der Wiederherstellung beginnen. Die erste Methode der Datenwiederherstellung bei einem Ausfall des RSI Mega RAID SAS 84016E-Controllers besteht darin, die Disk an ein funktionierendes Gerät anzuschließen. Für diese Methode benötigen Sie genau den gleichen Controller oder einen anderen kompatiblen Controller, mit dem Sie die vorherige RAID-Konfiguration importieren können. Zunächst ist es wichtig, dass Sie sich gründlich informieren und sicher
sicherstellen, dass die Datenwiederherstellung sicher ist und ihre Daten nicht beschädigt. Andernfalls könnten die restlichen Daten auf dem Laufwerk dauerhaft verloren gehen. Wir haben ein separates Video auf unserem Kanal mit einer detaillierten Anleitung, wie Sie Ihre Laufwerke auf einen neuen Controller migrieren können. Der Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Die zweite Möglichkeit, Ihre Daten wiederherzustellen, ist die Verwendung einer speziellen RAID-Wiederherstellungssoftware. Hyper RAID Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und verschiedene Arten der RAID-Konstruktion vieler Modelle von RAID-Controller. Es wird ein zerstörtes RAID aus dem Laufwerken wieder zusammensetzen und Sie werden in der Lage sein, wichtige Dateien davon abzurufen. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie die Laufwerke an das Motherboard eines Windows-Computers anschließen. Wie Sie sehen können, hat das Programm das zerstörte Array automatisch aus dem Laufwerk wieder zusammengesetzt. Es ist auch in der Lage, ein RAID aufzubauen, selbst wenn eine oder mehrere Festplatten fehlen, je nach Level des Arrays. RAID 5 eine Festplatte, RAID 6 zwei Festplatten. Wenn Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie spezielle Adapter und Erweiterungskarte, die Sie auf dem Bildschirm sehen können. Wählen Sie im Datenträgermanager das RAID aus und überprüfen Sie, ob die Software es korrekt erstellen könnte. Hier wird eine Zusammenfassung der Parameter angezeigt. Für detaillierte Informationen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und öffnen die Eingabeschaften. Auf der Registerkarte RAID finden Sie detaillierte Informationen über den Verbund, anschließend der Festplatten, ihre Reifenfolge, ihres Versatzes und so weiter. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Bei einem einfachen Controller-Fehler reicht ein Schnellscan aus, der weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn die Software die Dateien bei einer Schnellsuche nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt und wählen Sie Reanalyse, vollständige Analyse, Dateisystem, angeben, weiter. In meinem Fall erledigte das Programm die Aufgabe ohne Schwierigkeiten. Wie Sie sehen können, hat das RAID-Array automatisch zusammengestellt und alle Dateien gefunden, die auf dem Festplatten-Array gespeichert werden. Darüber hinaus zeigte das Programm auch die gelöschten Dateien an. Hier sind sie mit einem roten Kreuz markiert. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen, auf einem Datenträger oder in einem Ordner. Und klicken Sie erneut, um die Wiederherstellung zu starten. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass das Programm nicht in der Lage ist, ein RAID in automatischen Modus zu erstellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Sie Serviceinformationen auf den Datenträger gelöscht wurden, sodass das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht bestimmen kann. In solchen Fällen hilft der RAID Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor wird helfen, wenn der empfangene Disk, wo alle Informationen mit den Array-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wird. Das kann passieren, wenn man Disk an allen anderen Controller anschließt und die vorherige Konfiguration löscht oder das RAID neu aufbaut. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor, wählen Sie die Option manuelle Erstellungen weiter. Geben Sie den Typ des Arrays, die Reihenfolge der Blöcke und deren Größe an. Fügen Sie die Diske hinzu, aus denen es besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Disk, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Eventuell müssen Sie auch den Offset angeben, auf den sich der Anfang des Laufwerks befindet. Geben Sie die Reihenfolge der Laufwerke an. Nachdem Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben wurden, erscheinen hier Ordner. Nachdem Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie nun die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die notwendigen wieder her. Wie Sie bereits verstanden haben, kann die Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten RAID eine schwierige Aufgabe sein, die vor allem vom Grad der Beschädigung abhängt.
Der Schlüssel zum Erfolg bei der Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten Array auf einem nicht funktionierenden Controller liegt in der Wahl der richtigen Datenreinigungssoftware und im Vertrauen auf Ihr Handeln. Wählen Sie eine zuverlässige und bewährte Software wie Hetman RAID Recovery, die auf die Wiederherstellung von RAID Array Daten spezialisiert ist. Beachten Sie bei der Verwendung der Software und Bedienung die Anweisungen und Empfehlungen, um das Risiko eines Datenverlusts zu minimieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.